Das ist die 22. Freisprechung, die ich mache. Und das ist immer ein super tolles Ereignis, weil ich dann Jugendliche in das freie Leben entlassen darf durch mein Amt, die vor 3 Jahren hier angefangen sind und Kinder waren. Und jetzt sind das Männer oder gestandene Frauen geworden. Und das ist immer ein tolles Ereignis. Ja, ich bin ja Ausbilder in der ÜRS, in der überbetrieblichen Ausbildungsstätte. Ja, was ist das Besondere? Jedes Jahr wieder den Glanz zu sehen, dass Junggesellen auf den Markt kommen. Und dass sie alle auch glücklich sind dabei, wie sie bestanden haben, hoffentlich. Ja, worauf ich zurückblicke, ist, dass wir doch viele Vorzieher hatten in der Prüfung. Das heißt also, dass sie nach 2,5 Jahren schon in die Prüfung gegangen sind und dann auch mit hervorragenden Noten bestanden haben. Das ist was Besonderes. Ich würde einfach generell immer eine Ausbildung empfehlen, weil damit schaffst du einfach immer eine Grundlage. Und was den Maurerberuf besonders macht, ist die Vielfältigkeit, glaube ich einfach. Dass du, wenn du im richtigen Betrieb bist, halt noch wirklich das alte Maurerhandwerk lernen kannst. Das bedeutet halt nicht nur hier die Kalksandsteine aufeinander kleben oder Schubkarre schieben auf der Baustelle, sondern nochmal rangeholt wirst und richtig mauerst und schöne Zierverbände zum Beispiel mauerst oder eine Wand putzt von selber. Ne? Also als nächstes möchte ich jetzt erstmal noch mehr Erfahrung sammeln in meinem Lehrbetrieb und dann würde ich auf jeden Fall irgendwann nochmal zur Meisterschule gehen und dann den Meister machen und eventuell nochmal in die Selbstständigkeit gehen. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Ja. Ich bin schon Dachdeckergeselle, also habe Reetdachdecker gelernt und habe dann nochmal, weil der Zweitchef bekannter ist, habe ich da nochmal angefangen, weil ich nochmal ins Holzgewerbe wollte quasi und habe dann nochmal Zimmermann gelernt. Ja, die Fachrichtung Reet ist natürlich was ganz Besonderes, weil es einfach in Norddeutschland Reetdachhäuser seit Jahrhunderten gibt und allerdings die Tradition so ein bisschen langsam ausstirbt und deswegen der Nachwuchs fehlt. Und irgendwie habe ich damals mal ein Praktikum gemacht und es hat gepasst irgendwie vom Team her. Und dann habe ich das gelernt, 2,5 Jahre. Und da wir viel auf alten Häusern rumgeturnt sind, also so um 1700, und da oft dann marode Balken waren, kam irgendwie die Idee, gut, ich möchte nochmal in die Zimmerei, um zu lernen, wie repariere ich das fachmännisch und ja. Vorerst werde ich erstmal in dem Betrieb bleiben und dann quasi in die Zukunft geschaut, meinen Meister zu machen im Zimmererhandwerk und oder vielleicht auch noch im Dachdeckerhandwerk. Mal schauen. Komm, deshalb finde ich das auch so unheimlich interessant, hier zu sein, gerade so zum ersten Mal. Ich bewundere Handwerker, ich bin selbst Heimhandwerker. Man hat ja immer irgendwo so einen Bezug zum Hammer und Nagel. Und wenn jetzt hier die Profis kommen mit ihrer ganzen Tradition, finde ich das natürlich unheimlich spannend und auch total toll. Dieser Bericht wird Ihnen präsentiert von handwerk-mittelholstein.de, dem Internetportal der Kreishandwerkerschaft Mittelholstein.